So, da sind wir auch wieder und machen jetzt weiter mit den Quests. Ah, hatte ich ja jetzt in, ja, hatte ich. Ach so, warte mal. Ah, ne, steht weiterhin. Okay, das ist wohl kein Bug. Hab grad nachgeguckt, ob das Schnellreisen immer noch kostenfrei ist. Achso, bei welcher Waffe sind wir eigentlich gerade gewesen? Aber wusste ich doch, dass da gestern irgendwas gesponnen hat. Aber Feuerstab. Das ist jetzt auch wieder was. Das Heft mal ab. Da ich kein PvP-Spieler bin, grundlegend, interessieren mich halt auch PvP-Inhalte mal so 0,0. Ausgezeichnet. Ich habe eine Gitarre, aber es könnte passender das Instrument für mein Werk geben. Wir können uns Instrumente bei den Einwohnern borgen. Könntest du mir ein paar besorgen und für mich darauf spielen? Ein schöner. Na, das ist aber mal eine seltsame Frage. Bist du? Es ist ziemlich schwer. Ich möchte nicht, dass du dir wehtust. Aber der Mond und die Planeten stehen gerade gut für dich. Oh Gott, der Mond, die Planeten stehen gut für dich. Ach du Schande. Oh Gott, ist der schlecht gewesen. Dabei ist es nicht mal sonderlich schwer. Ihr habt ja schon in meinem Stream gesehen, dass ich schon einige Lieder gespielt habe. Und zwar Perfektion. Ich weiß jetzt natürlich nicht die Schwierigkeit, auf der er gespielt hat. Das könnte natürlich noch einen Ausschlag geben. Komm doch, das ist die richtige Einstellung. Nordwestlich von hier. Thank you.
ist sie ja. Die Flöte klingt am... Ja, da bist du. Gut kombiniert. Ich möchte, dass du als Wanderbarde auftrittst. Finde einflussreiche Persönlichkeiten in der Stadt und spiele ihnen mein Werk vor. Und vergiss nicht meinen Künstlernamen. Komponist Marcias. Mal. So. Ach, oh boy. Überrede ihn zum Gehen, bevor er zum Verlorenen wird. Die Ich werde hier sicher sein, bis du zurückkehrst. Ich habe es schon mit Verlorenen aufgenommen. Wenn du zu lang brauchst, kann ich selbst dazu. Nein. Alter, geh über die scheiß Mauer, du Warten. Thank you.
So, was haben wir hier? Ja, super, wie viele von denen muss ich eigentlich töten, bitte? Na, geht doch. Meine Zweifel. Aber jetzt stehst du wie versprochen vor. Eine Sekunde. Vielleicht solltest du mal mit ihr reden. So. Ach, natürlich hab das auch. Das habe ich vergessen zu machen, nämlich meine Taskleiste aus dem Weg zu schaffen. Damit ich halt auch meinen Erfahrungspunktebalken sehe. Ich weiß gar nicht mehr, welches Level ich da war. Ah, paar 50, okay. Achso, übrigens, Dungeons sind doch nicht so effektiv wie von mir gedacht. Das habe ich dadurch gemerkt, als ich die letzten Aufnahmen gesichtet habe. Bringen nicht wirklich viele PS, nur tatsächlich gut zum Ausrüstung-Grind. So. Jetzt gehen wir erstmal da hoch. Achso, wo? So, dann gehen wir mal hier rein. Wache betritt die Gruft des Kriegers. Das
zwar betrete ich halt erst die Kurvenmusik, dann die Tempelwachen. Wobei, vermutlich haben die das genauso gemacht. Ich, Gilgamesch, gelobe feierlich unter dem Glanz der Sonne und dem Leuchten der Sterne im Beisein der Götter als Amara, dem gesegneten Erben des ewigen Feuers, zu dienen. Ich gelobe, edel und wahrhaftig zu sein, auf die göttliche Stimme zu hören und meinem Volk gegen alle Widrigkeiten beizustehen. Ich schwöre auf meine gebundene Seele, den Schmerz der Welt zu lindern und meine geschworenen Verpflichtungen zu jedem Preis zu erfüllen. Überzeugung schützen dich vor mir. Ich gebe meinen Atem den Winden, meine Kraft den Ländern und meinen Geist dem Firmament. Damit es in die gesegnete Alter, wie viele einfach mit diesem Claymore oder zwei Hände, besser gesagt, rumrennen. Das ist krass. Und für alle, die meinem Weg folgen wollen, zu besiegen. So. Das war jetzt nicht ganz so durchdacht.
Ich glaube, ich muss da neu diesen verlorenen Ritter zu finden. Endlich. Nee. Wenn es so ist, dann gehen wir jetzt dahin. So.
vorbei. Gehen wir erst dahin, weil ich befürchte, dass wir dann eh nach da hinten müssen. Wobei, wir gehen dahin, holen den Schnellreisepunkt und dann können wir uns vielleicht teleportieren. Viel cleverer. Auch wenn das Hickmack jetzt gerade nicht so clever war. Die Marodeure sind eine Bande von Kriegern. Sing, hab dich doch nicht so. Ich musste dich schließlich auf... aber hallo. Dachte schon, das wäre wieder ein Verlorener. Hier gibt es Piraten. Die sind immer ein Ärgernis. Habe gestern ein Kampf mit dem Nordöstlich von hier versteckt. Gucken wir mal, was wir jetzt beim Feuerstab leveln oder leveln sollten. Ja, die beiden. Jetzt bis auf den und den. Ja. Die Ladezeiten sind noch ein bisschen verbesserungsfähig, meiner Meinung nach. Aber gut, was wir machen, man kann halt nicht alles haben. So, jetzt gucken wir mal hier kurz neu. Hier, was macht das? Und ausbrennen. Ja. Reichweite. Und hier war es alles bis auf den hier. Schwerangriffe bei einem Feuerangriff Zauberstab. Oh, das ist stark. Feuersäufer, das 40% Gegner. Also sind durch Feuer. Jüngere Gegner den. Das brennende Fels. Feuerball hält 9 Sekunden länger. Feuer geben die Zeit. Und das seit 30 Minuten durch angefertigten Hass wirst du. Wir brauchen kein Mana, das ist sehr stark. Dann machen wir, glaube ich, jetzt erstmal das hier hoch, um das da noch mitnehmen zu können. Wenn die kein Mana verbrauchen, ist das schon sehr mächtig. Das Bündnis ist ein Templerorden, der geschworen hat auf it. Du solltest auf jeden Fall. Vielen Dank. Lethold ist bestimmt besorgt um mich, also beruhige ihn bitte. Das nehmen wir mal rein. Naja, immerhin etwas. Aufheben, gebunden, was wir dann etablieren. Ausrüsten. Alles schwer, okay. Gehen wir jetzt mal noch dahin. Ah
Alter, wie viele hier einfach Musik machen. Weiß ich, war Absicht. Das Einzige, was ich echt nicht weiß, ist, wann man den Stab, den Esos-Stab erhält. Weil der fehlt mir halt tendenziell schon noch. Könnt ihr das nicht alle? Meine Herr, der Name sagt mir nichts. Vielleicht war er nur auf der Durchreise. Ah, ich glaube, man erkennt an der Farbe vom Liedtitel, welche Schwierigkeit es ist. Ja, nein. Warum? Lässt sich der Lagerstube hier nicht öffnen? Naja, gut. Oh, falsche Richtung. Erst dahin, von dort aus hier rüber. Alles nicht. Momentus halt. Ah, man kann sehen. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die Richtung.
mindestens ein Level haben wir zumindest mal heute geschafft, wobei es kein ganzes war. Ich wusste, dass er ein Risiko bestand, aber nicht, wie das Kampf sein würde. Ich frage mich immer noch, wie und wann man diesen komischen Azor-Stab endlich bekommt. Früher war das ein bisschen... Ja, ich fand die Quests früher waren nicht so ganz zerstreut. Jetzt mit dem Update in der neuen Questreihe ist es schon nicht so ganz übersichtlich. Hä? Ist das jetzt gerade eben aufgegangen? Vor kurzem wurde ich gefragt, ob ich nicht weiß, dass man auch einen transferieren kann. Doch, das wussten wir. Aber wir haben in Absicht jetzt nochmal einen neuen erstellt, weil wir halt so komplett raus aus dem Spiel waren und weder von dem alten noch von dem neuen genau wussten, was es alles gab. Entsprechend hat es so einfach mehr Sinn gemacht. Nun ist für uns, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ach, hier ist der Faxe inzwischen. Also hat man von dem immer die Quest bekommen, aber seit wann ist der denn an der Stelle? Ich würde dich bitten, leise zu gehen. Setz auf! Ich? Ein Seelenwächter? Nein, das kann nicht sein. Das ist eine so anmaßende Bezeichnung. Ah, gut. Ich ahne, meine Familie verzeiht einen solchen Fehler. Bin frei nach Arktur. Ja gut, das machen wir jetzt automatisch. Antike Vasen, ja gut, das können wir ja parallel machen. Die Geschichte ist voller Legenden derer, die dem Ruf widerstanden haben. Legenden des Scheiterns und des Unheils. Wir haben uns zum Turm zurückgezogen. Die Verderbten bedrängen uns von allen Seiten. Unsere Verteidigung wurde durchbrochen und unsere Kameraden sind geflohen. Wer imstande war, den Weg zurückzulegen, hat an diesem uralten Ort Zuflucht gesucht. Hier werden wir Widerstand leisten. Ich glaube nicht. Sind durchgebrochen. Es gibt keinen Fluchtweg mehr, aber wir konnten die oberen Stockwerke des Turms verbarrikadieren. Selbst jetzt noch höre ich sie auf unsere Barrikaden einhämmern. Wir haben unsere Nahrung, Vorräte und Waffen rationiert. Sie werden nicht mehr lange halten. Unsere schlaflosen Nächte spiegeln sich in Reizbarkeit und stillen Tränen wieder. Die Seelenwächter sehen mich mit Hoffnung an. Ich
kann sie nicht retten. Ich muss meine Verzweiflung vermeiden. Die Treppe erstürmen, dann ist alles verloren. Sie flehen mich an zu fliehen, um die Zukunft des Ordens zu sichern. Ich werde nicht der letzte Seelenwächter sein. Ich werde meinen Posten nicht aufgeben. Gott, jetzt weiß ich nicht, wo man den Stab herbekommt, weil das war genau der Typi, der die in der Questreihe man den ersten Stab bekommen hat, aber dass der halt umgezogen ist, hätte man vielleicht mal irgendwo erwähnen können. Wäre halt schon nice gewesen, hätte man nicht gezielt dahin gehen können. Ich wäre jetzt echt Glück, dass ich über den gestolpert bin. Eine Schönheit. Damit werde ich bestimmt wieder in Großmutters Gunst stehen. Du hast mein Leben gerettet. Du verstehe. Ihr gezählt ich das. Es gab einmal eine Jägerin in dieser Gegend, die unfreundlich und schwer fassbar war und im Namen der zornigen Erde sprach. Du kannst in Oxborough nach ihr fragen, aber sie zu überreden, dir einen lebenden Samen zu geben, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ja, dann machen wir erstmal mit der 2 weiter. Lass mir hier nichts verkommen. Wow. Okay, behandelte Klaue auch nicht schlecht. Also sie müssen echt die Tropfraten angehoben haben. Das ist Silber, Salpeter, Salpeter. Eisenerz hat sich von wer abgebaut. Thank you.
Was ist das Ganze jetzt nochmal machen? Nee, kann ich gar nicht. Ach so, das ist nicht die Quest, okay. Jetzt kapiere ich, das ist ein Pop-Up-Event. Ich wusste gar nicht, dass es so welche jetzt inzwischen gibt. Ja, gut, okay. Aber genau dadurch, dass es ein Pop-Up-Event ist, interessiert mich halt nicht die Bohne. Frag mich, ob der Typ auch mal antwortet. Oder ob der nur Deko ist, weil wenn ich einer Kompanie beitreten will, die kein Lied hält oder ähnliches, dann kann ich auch selbst eine gründen. Macht halt nur keinen Sinn an sich mit mir und meinem Kumpel als einziges Mitglied. Was sind denn die Kleinen? Wie sind denn die 5? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, die mit dem Schild sind für Magi halt echt assi.
waren hier noch? Hier von 8. Fünf von 8. Sechs von 8. 7. Nacht. Da das Zeug weg ist, können wir ein Schwerfeld eingehen, machen eine Rückreise in die Stadt. So. Machen wir jetzt noch bis auf Rang 29. Fast 30 und noch nicht den Ezra-Stab. Ich krieg's in der Apps. So, schnelle Reise dahin. So. Stimmt, heute ist ja schon Donnerstag. Ich bin immer noch irgendwie beim Mittwoch. Bin ich irgendwie hängen geblieben? Ich weiß auch nicht. Also für die Zuschauer uns interessieren sollte, die Einblendung für Follower etc. sind aktuell von mir in Bearbeitung, sind aktuell in Bearbeitung, meine Herren. Und bald gibt's dann dafür auch was Gescheites, nicht wie bisher. Verstehst, was ich meine. Aber die liebreizende Tekla, Werkmeisterin Petrovski, könnte mehr wissen. Sie treibt sich gern in den Wäldern herum. Ah, da drüben. Ah, wir müssen mehr. Ein bisschen.
dass das mit dem Event halt wirklich ans Level gebunden ist. Das geht mir schon sehr auf den Keks, was ihr sicherlich an meiner Wiederholungsrate der Thematik merkt. Ja, wirklich? Ich hörte Gerüchte über eine seltsame Frau, die allein in den Wäldern lebt, aber es zustande. Dann machen wir jetzt aber erstmal Schnellreise hier hin. Geben die komische Aufnahmeprüfung noch ab. Und dann machen wir die Schnellreise nochmal eins weiter. Ja. Ein bisschen Handarbeit schadet dir nicht. Du hast... Oh, da ist es. Hier funkeln und blitzen nicht nur die Bomben. Jetzt rede mit Gladiatoren Strudaya und zeige den Kapitän. Ich will aber eigentlich dir nichts zeigen. Gut, als die Biberangianer haben einige unserer Leute gefangen genommen. Kein Marodeur lässt seine Kameraden in Gefangenschaft schmoren. Befreie die gefangenen Rekruten, die weniger Glück hatten, und erledige die varangianischen Ritter. Gib ihnen eine Kostprobe unseres Zorns. Oh, Gelegenheit. Boah, das sieht mal geil aus. Ich habe ja Hoffnung, dass es die Augen noch irgendwann als Skin oder als andere Anpassungsmöglichkeit gibt, dass die so leuchten. Das wäre schon nice. Ja, das kennen wir doch. Kommt mir so Rang bekannt vor. Du beweglich weiß. Deine Art kann nur reden. Du sagst, der Azathus, der diese Quelle speist, entspringt in den nahen Höhlen. Etwas scheint ihn dort zu blockieren. Lasse das Azoth wieder fließen, dann werde ich dich zumindest anhören. 200. Ach, deswegen der Trank. Hier war man ja schon mal. Ja, dieses gemeine. Widerwärtige Böse, das sich endlos ausbreitet. Wenn im Singvogelbergwerk wimmelt es nur so.
Eine Ranke zurückgeschlagen. Eine Ranke. Der Boden des Singvogelbergwerks wird den Verderbten keinen Ertrag mehr bringen. Gut. Sollen sie verhungern, sollen sie mangeln. So, ab zurück. Verderbnis, die den Azoth-Fluss in der unterirdischen Pass. Du hast dann. Du bist. Die Verderbnis nährt das Ego, die größte Schwäche deiner Art. Die zornigen Erdkreaturen besitzen kein Ego. Und so sind sie geschützt. Probiere das Tinkturrezept aus. Ich glaube, das wird dir helfen. Jetzt machen wir uns mal noch Quint ans Verkaufen. Und dann bin ich aber auch durch heute, weil ich bin schon auch ziemlich im Eimer wegen dem Schlafmangel, den ich einfach durch das normale Arbeiten gehen habe, grundlegend. Am Wochenende ist dann, denke ich mal, wieder ein längerer Stream drin. Es ist dann mal wieder mehr als eine Stunde. Das ist nämlich etwas wenig, meiner Meinung nach. Morgen bin ich aber auch wieder am Stream, also
bin jeden Tag online, auch unter anderem, weil ich am Aufleveln bin. Ich weiß gar nicht, wie lange das Event geht. Ich glaube, 20 Tage. Ich hoffe, ich schaffe es noch bis auf 35, bis es rum ist. Entschuldigung, ich meine, bevor es rum ist. Na, ich würde schon noch gern die Rezepte und so davon holen. So, jetzt gucken wir erstmal das zerlegen. Das zerlegen und das zerlegen, das bringt nichts, selbst wenn ich es verkaufen könnte. Dann verkaufen, Waffen. Ne. Es kommen zumindest 5 Euro, 5 Taler. Auch hier zumindest 5. Ich hasse zentralisierte Märkte. Zentralisierte Märkte machen das Verkaufen einfach unheimlich schwierig, weil halt man nicht reisen muss, um einen günstigen Preis zu finden, und man auch halt nicht gucken kann, wo der Preis vielleicht gerade hoch ist. Dass man halt einfach keinen gescheiten Gewinn herausziehen kann. Das ist ein bisschen nervtötend. Ah, diesmal. Ich weiß echt nicht, ob ich in Lagerkapazität investieren sollte oder nicht. Mal noch kurz. Mietz, Winde, Herbstwind, den habe ich noch nicht gespielt. Das war klar, das war jetzt auch nicht so besonders schwierig. Schade, wenn er dabei dir was gegeben hat. So, an der Stelle war es das dann für heute.
Und machen dann das nächste Mal weiter.